ich jetzt... Alter, ich bin richtig hell. Aber warum ich so richtig hell bin, ist mir aber auch völlig egal gerade. Ich muss nämlich gucken, was ich hier zu tun habe. Betriebssystem lädt nicht. Leistungswert 2,2. Ja, das kriegen wir durchaus hin. Ach nee, wir müssen ja einmal so ein Power-Ding. Ah. Installieren, USB-Stick, USB-Stick. Ja, das haben wir doch schon mal. So, Programme hinzufügen. Ja, 3D-Mark. Nee, ich muss 3D-Mark installieren. Nee, doch, installiere ich doch gerade. So, da hinten können wir noch einen hinbasteln. Ich hoffe, ich habe die Teile letztes Mal bestellt. Okay. PC lädt Betriebssystem. Da fehlt ja aber noch irgendwie so ein bisschen. Bereit für Bootvorgang. Ready to boot. Ja, gut. Ja, 3D-Mark. Gerne den schon, aber dann geht das nicht. So. Zum PC. Bla 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 bla. Bitte um Rückmeldung. PC kann League of Legends ausführen. Ja, das kann dein Rechner. Definitiv. Sieben und eine 89 Ti. Dein kann das sein. Das ist das hier auch so. Will it run? League of Legends. Empfohlen. Oh, in 4K sogar. Wie geil ist das denn? Ne, da brauche ich denn 6 GB VRAM. Na, die hat auch 6 GB. So, dann holen wir einfach seinen Rechner ran. Ansonsten bestellen wir die Teile sofort. Er braucht einen Rechner. Ich höre, sie brauchen PC, sekunde wenn ich auf Legends auch läuft. Ja. Ja. Na, ich muss das gleich wieder umstellen. Das geht ja gar nicht, Alter. 60 GB RAM. Dark Silver 8 GB 24 Speicher. Ja, guck mal, hier heißt es aber trotzdem noch Add to Card. Grafikkarte habe ich nicht sogar schon das Grafikkarten Tool 2200, das ist nämlich der kombinierte Score, dann könnte ich nämlich die Grafikkarte übertakten. Mm-hmm.
2300. Er wollte 3000 haben. Ja. Braucht eine neue. Er braucht denn mehr. Er braucht eine bessere Grafikkarte. Eine Grafikkarte, die irgendwie overall so 3,6 macht. Ja, noch eine 89 Ti 6 GB. Ernsthaft? 3,6? Muss ich ja das Beste reinprügeln, was man machen kann, ey. Für wie viel? Von der übrig. Also das Scrollen hier drin geht gar nicht. Ja. Ich finde die Core-Frequenz noch ziemlich witzig. Wobei man sich jetzt, wenn man sich hier den vom Shop her den Leistungsindex anguckt, ist die wesentlich geringer als die Golden Edition meinetwegen. Ja, kommt die in den Warenkorb oder ist gut. Zwei, drei. Das heißt, ich kann noch nicht übertakten, weil ich das Ding noch nicht habe. Aber das ist mir dann ja auch egal. Machen einfach normal, während wir die Grafikkarte rausreißen. Ich bin witzig, oder? Oh, ich muss das echt gerade mal alles auf Englisch ändern, ne? Sonst breche ich hier gleich ab. Weil sonst raste ich hier wirklich gleich aus. Also. Oh, ist das schön. Und es sieht auch in Transit und nicht auf den.
Level ist Level 6. Level 8 brauche ich. Das ist alles so, was man so hat. Wobei, das kann man aufhören. Das. Ach, ich behalte es einfach, so egal. Hier, dann erstmal Lüfter. Hier noch. Irgendwas, was broke ist. Ja. Gebraucht, das kommt raus. Broken ist. Ja, Grafikkarte. Und 2-2. Er hat eine 10,50 hat er drin. Das heißt, er braucht jetzt ja so für 300 Euro was Besseres als eine 10,50. Seine 1050 ist da. Das heißt, wir brauchen ja irgendwie schon 4 GB 79 oder so für 300. Das wäre dann so. Und da bauen wir dann einfach die Grafikkarte ein. Dann machen wir die Abdeckung ab. Dann klatschen wir eben die 79 da rein. Machen hier noch ein paar Kabel, machen Power. Bauen den Deckel wieder raus. Test. Dieses getestet nervt. Das ist eigentlich für ein hässliches Gehäuse. Nur oh, 4000, ne? Ist doch gut. Diagnose. No CPU found. Ja, denn das auch so. G9000 3900. Den bestellen wir gleich. Na, schön sauber der wieder ist. Ein CPU 3900. Ja, aber den habe ich zwar einmal im Inventar, aber ist ja am Arsch. Oder? Install CPU. Used broken,
Broken. So, ja, okay, das macht ja natürlich Sinn. Bam. Ist auch direkt fertig. So, zack. Replace HDD kein Boot. HDD, remove HDD. Welche denn? Aber welche? Welche ist dann broken? Du Spasut. Na komm, mach was nach hinten, machen wir das hier noch. HDD Seagate. Na gut, ja, kriege ich gleich. Collect. Weg damit. Collect. Incomplete Case. Na, hat er jetzt. Ach, das PCE-Log. Was habe ich doch gar nicht abgemacht? Oder? Ah, der kann ich overclocken, ja. Du hier leck mich doch so. So, zack. New parts available, new parts available. Leveled up. Luft unlock, ja. So, dann gehen wir mal in den Shop. Gucken nach Software. Level 8.
Kriege ich noch nicht, kriege ich noch nicht, kriege ich noch nicht. Okay. So, dann heißt das, ich könnte hier mal einen schnelleren bauen eigentlich. Aber wir wollen noch den. Der kommt gleich, der kommt gleich, der kommt gleich. Wir wollen ja hier einen Rechner für ihn bauen, der League of Legends in Recommend spielen kann. Das heißt, wir brauchen ein bisschen was. Ein bisschen was brauchen wir. Was machen wir denn da? So. Dafür brauchen wir erstmal RAM. 4 GB. Nehmen wir mal. Was nehmen wir denn dann? Nehmen wir den billigsten. Ne, nehmen wir den XPC, der sieht auch noch wenigstens hübsch aus. 4 GB. Oder? Na hier der Titan. Oder den XPC. Für 40. Dann gucken wir dann mit denen hier. So. Dann brauchen wir 6 GB VRAM. Die schöne Founders Edition. Dann schmeißen wir den roten aber auch raus. Und GB Preis aufsteigend. Und nehmen hier den weißen. So, dann brauchen wir 12 GB Storage auf jeden Fall. Gut, Storage ist ja jetzt, ne? Nicht so wichtig, sag ich mal. Ich glaube, wir bauen ihm da einfach schon mal eine SSD rein, oder? Würde ihm ja die gerne reinklatschen, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie viel ich ausgeben darf. Was darf ich denn ausgeben? Was will ich? Was willst du haben? Null. Gar nichts. Ja, dann baue ich ihm da halt, keine Ahnung, hier eine 2,5. Ne, dann gibt es hier eine schöne SSD fürs Betriebssystem. Filter. SSD. Hier eine 250er. So, und dann gibt es noch hier noch so eine schöne. Gibt es hier noch einen Terabyte HDD? So. Dann brauchen wir einen 7600. i5 Minimum. Lol. Da habe ich erstmal schön meine Aufnahme gecrashed. Ja, geil. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich alles am Bestellen war. Ich liebe es jetzt schon. Ist das schön. Bin nie den Nummerblock benutzt. Nie mehr über derzeit Nummerblock benutzt. So. Power off, Power on. So. Hold to enter BIOS. Oh, 40 Grad ist aber schon scheiße. Also da habe ich weniger. So.
Machen wir mal so. Machen wir mal so. Scheiße, ein Restart. Jetzt ist eigentlich. Kriege ich dem direkt 5 GHz rausgeknüppelt? So, dann also er bootet schon mal in die, das ist mir wichtig. Also 1,45 Volt ist für die ziemlich unlogisch, aber starten wir einfach mal mit dem Setting. Alter, habe ich erstmal schön die Aufnahme gecrashed, ey. Was bringt das denn? Was soll das denn so? Ja, mir ist egal, ich lade es trotzdem natürlich. Will it run? Nope. OCT. Nope. Doch jetzt. Dann kann ich den Rechner gleich verkaufen und dann ist gut. 70 Grad, das ist eigentlich echt angenehm. Na gut, das ist nochmal ein Last, aber naja, nur lange. Minimum alleine. Minimum geht nicht, weil ich zu viel VRAM habe. Ja, ein 7K habe ich noch nicht. Also das geht schon mal. Ich würde auch das machen. GPU-Overclocking. Na, da brauchen wir mal gucken. Geil. Also das ist der Standard Luftlüfter, da kann man jetzt noch nicht viel erreichen, aber. Okay, wir machen den Standardtakt. Also. Zweiundvierzig auf 1,3. Ist eine sehr schöne CPU. In Wirklichkeit ist es eine sehr schöne. Plus 4 Kerne. Ach, ich will auch gar nicht dabei. 4 Kerne sind so ein bisschen, weiß ich nicht. Sind zu wenig, weil 4 brauchst du schon zum Daddeln. Du kannst dann schön daddeln. Wenn du streamen willst oder so, brauchst du schon 8. Würde ich mal so sagen. 8 ist schon eine schöne Zahl, so. Warum steht da jetzt ein Budget? Ach so. Stimmt, das habe ich noch nicht.
Heilige Mutter Maria. Was denn hier bei ihm schief gelaufen? Installiere ein bisschen Luft. Das ist schön. So. Schön. Oh, stimmt, den habe ich verbaut, den weißen. Ne, ist ja noch gar nichts. Das war lustig. Rein, raus, fertig. Er ist sauber, das heißt, er müsste eigentlich noch mehr ziehen. Und weil er jetzt offen ist, kriegt er mehr bessere Luft. Das ist die logische Schlussfolgerung. Oh, Remove Viruses, das ist natürlich schön. Diagnose und Fix. Camp Live Simulator Minimum Specs. Achso, scheiße, das ist Whiteboard. Oh, das muss ich gleich machen. Diagnose und Fix. Oh, danke schön. Hauptrat zu Label. Komm, eigentlich hast du jetzt mehr. Boah, schöne 11 FPS. So, was war das? Flight Simulator. Wirklich? Wow. Oh, dann basteln wir ihm mal 2 GB RAM. Da gibt es hier den Titan, der ist wenigstens hübsch.
So, 3 GB Grafikkarte. Oder gibt es sogar schon 4? So, dann gibt es eine CPU. Ach so, ja, stimmt. Ist denn die 200? Habe ich, ist hier irgendwo die 280 aufgeführt? Da. R9 280 GR. Gaming R9. Nehmen wir die. Schmeißen die raus. Power Supply. Viel brauche ich denn da? Nicht viel, ne? Nehmen wir hier das 350er, das ist bestimmt gut. Storage habe ich, Graphics Mainboards habe ich noch nicht. Ich habe aber ein Intel Pentium mit dem Skylake Motherboard. Ort. Das ist gute M-Tech. Dann gibst du den guten. Ach komm, gibst hier sogar einen Standlüfter, das ist doch am schönsten. Und Gehäuse gibt es auch noch, stimmt. Na, guck mal hier, das ist doch ganz schick. Mit dem runden vorne. Den gibt es hinten. Ja, Lüfter habe ich ja noch so ein paar. So. Das nehmen wir alles. Lüfter kann man nämlich nie genug haben. Dann überlege, ob ich auch alles habe. Aber ja. Bam. Nur ein bisschen mehr RAM und schon 30 Punkte mehr. Und ein bisschen Frischluft, das ist nicht schön. So, jetzt können wir einen Rechner bauen und die Aufnahme ist nicht gestoppt. Ist das nicht toll? Oh Gott. Was reißt die denn hier runter? Die CPU ist super, aber die Grafikkarte ist scheiße. Was hat er denn? R9 370, 2 GB. 160 Euro. Die MSI GeForce GTX 1050. Also er hat im Moment, ich habe keine Ahnung, welche er im Moment hat.
Nehmen wir die einfach mal. Basteln die da rein und gucken mal. Brauchen wir gleich währenddessen den zusammen. MIDI. Ich weiß nicht, wie man MIDI Tower nehmen kann in Wirklichkeit, ne? So, wir haben die. Jetzt nehmen wir die. Machen wir erstmal wieder. Das, was ich eben auch gemacht und sogar schön verkackt habe. Nehmen wir erstmal Gehäuselüfter. 120, 140. Gucken, wo wir die überall reinkriegen. Install 140. 120. Nach oben hin. Natürlich muss overextenden, das ist ja immer so eine Sache hier. Ne? So. Ja, das ist gut. Dann nehmen wir mal, das ist auch schon mal das Power Supply, das 350er, das ist doch hübsch, oder? Da ist es richtig hübsch. So, dann brauchen wir schon mal das Mainboard. So. So, dann brauchen wir einmal unsere. Was ist denn jetzt unsere Grafikkarte, die wir gekauft haben? Weg. Moment. Will it run? Fly the Simulator. 280, 3 GB. Dafür müssen die beiden aber ab. So, Storage. Gab es hier die kleinste Enzio-Monitore da? So. Install, Close, Zack, Zack. Kabel haben wir, Memory haben wir, Cables haben wir. Lüfter haben wir. Ich habe natürlich einen bestellt, der nicht kompatibel ist, weil ich wieder intelligent bin. So, dann haben wir schon mal hier ein bisschen. Zack. So, dann brauchen wir noch mal schnell einen. Hier richtig schnell durchjuckelt. Er hat jetzt 2161. Ernsthaft. TI Gaming 4. Ja, dann brauchen wir irgendwas, was nicht die TI Gaming 4 ist.
Dann brauchen wir die Zotac davon. So. Ja nicht Kabel drücken wollte. So. Nee, halt, stopp. Staubfilter vorne. Frontpanel. Staubfilter oben gibt es ja natürlich nicht. PCB-Teil. Sidepanel. PCB-Lock. Und Sidepanel in Glas. So, mal gucken. No, ja, ach ja. Bitte, was habe ich getan? Er läuft noch. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. E-Mail auf. Ja, er läuft hier nur. Hey, der 2200. Zack. Incomplete Case. Ach, brech ins Essen. Ach ja. Hä? Aber habe ich den so. Da habe ich schon so hingestellt. Da bin ich jetzt doof. So. Mögen mich alle nicht. Ey. So, Zeug, in Transit, das Jo. Dann kommen die alle direkt gleich. Crawling in sick. Work 7 days in a row. Was? Ja, ich habe doch schon alles gemacht, was ich machen kann. So, er will einfach nur Remove Virus. Das kann ich.
Hast du das Mainboard im Arsch oder nicht? Ja, muss ja, weil sonst würde er angehen. Bäh. €110. Da kann ich Mainboard verkaufen. Ja, das 170er Mech. Muss ich immer Roman noch mehr reinklatschen. So. Das ist auch das lächerlichste Feature überhaupt, ey. Install broken. Ja, klar. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Install CPU. So, install CPU Cooler. Der braucht aber auch noch so ein Kabel. No RAM. No RAM. Dominator 8 GB, 2,8. Ach ja. So, das, ja. So, halt nochmal. So.
Dann brauchen wir die Jutta Memory, den neuen. Dann machen wir den schon mal an. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen komprimierte Luft. Gigabyte. Ja, Data ist da, GPU ist da, Memory Channels used one. Ja, so ist da. Ja, was aus hier. Diagnose Problem. Aber was soll ich denn noch diagnostizieren, du Spacko? Das ne, es ist der. Something is definitely getting a bit hot. Could it be the dust? Okay. Junge Dame. Habe ich eben auch nicht aufgemacht.